Ich habe es euch versprochen, neues Jahr, neues Glück und wir starten das Ganze mit einem kleinen Q&A. Ihr habt mir viele Fragen gestellt, lasst uns beginnen. Was hältst du von Leinsamengel? Ich bin immer ein großer Freund von Hausprodukten oder von Selfmade-Produkten, weil man einfach weiß, was da drin ist. Und Leinsamengel, was ihr selbst macht, ist eine gute Alternative zu gekauften Gelen. Bin ich also ein großer Freund von. Wenn ihr Zeit dafür habt, macht es gerne. Was hältst du von Haare-Kopf-Überföhnen? Kommt ein bisschen auf die Haarstruktur drauf an. Also Haare-Kopf überföhnen bringt erstmal Volumen am Ansatz, aber man muss dann vorsichtig sein, ihr müsst trotzdem so ein bisschen mit der Haarwuchsrichtung, also vom Kopf zu den Haarspitzen hinföhnen und nicht einfach irgendwie rein pusten. Also wenn ihr Haare-Kopf überföhnt, Kopf runter machen und der Föhn muss so von oben kommen und nicht unten so reinpusten. Dann wird die Haarstruktur unruhig. Das sieht meistens nicht schön aus. Sind die ganzen Videos auf Social Media wahr, in denen Leute mit dünnen, feinen Haaren nach einer vielseitigen Pflege richtig schönes, voluminöses, dickes Haar haben? Geht das wirklich? Nein, das geht natürlich nicht. Momentan ist wieder so eine Welle, wo in Social Media Sachen sehr viel gelogen wird. Ob das nun im politischen Bereich ist oder sonst gesellschaftliche Sachen. Und natürlich auch im Beauty-Bereich wird sehr viel verkauft und ich kriege ganz viele Anzeigen oder so Sachen, die eigentlich als Post getarnt sind, die aber eigentlich auch irgendwelche Anzeigen sind, wo Wundersachen empfohlen werden und innerhalb von 3 Wochen länger wachsende Haare mit Rosmarinöl. Das funktioniert leider alles so nicht. Aber wenn du eine richtige Pflegeroutine mit deinen feinen Haaren herausgefunden hast, dann kriegst du auf jeden Fall sie so hin, dass du mit deinen Haaren zufrieden bist. Aber du wirst von feinen Haaren die Struktur nicht so ändern können, dass du Big Hair hast, wie in der Haarwerbung. Das verspricht uns ja die Werbeindustrie schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist ein bisschen so ein Hauptaugenmerk der Beauty-Industrie. Es geht leider nicht. Aber mit der richtigen Haarpflege, dazu habe ich auch schon mal einige Videos gemacht für feine Haare und die richtigen Produkten, kannst du aus deinen feinen Haaren jede Menge rausholen, sodass du damit auch zufrieden bist. Ist der Leifenföhn wirklich so gut wie der Dyson Supersonic? Ja, naja, als der Dyson Supersonic rauskam, war ja eine Revolution. Erstmal ein Föhn, der richtig schön designt ist, ein Ionenföhn, der noch viele andere Gimmicks hat und der vor allem ein Loch so in der Mitte hat, wobei das mehr so Show ist. Das war so ein bisschen die Neuerfindung des Föhns. Vorher sahen alle Föhne irgendwie gleich aus. Mittlerweile haben aber andere Hersteller auch aufgeholt und man kriegt jetzt jede Menge auch chinesische No-Name-Firmen und sowas alles, die auch gute Produkte, die ich auch schon mal getestet habe, auf dem Markt haben. Und der Leifenföhn ist einer davon, von der Optik und vom Handling ist da ähnlich wie der Dyson Supersonic, ist ein bisschen leichter. Wichtig ist, dass er diese Stabform hat, dass er die Luft unten einzieht. Das ist sehr praktisch. Und zum Selbstföhnen, auch wenn man hinten an die langen Haare rankommt, ist er genauso gut geeignet. Er hat nicht dieses ikonische Loch in der Mitte, aber das ist beim Dyson auch nur Show. Ansonsten sind die beiden ziemlich ähnlich. Der Leifen ist vom Preis deutlich günstiger. Ich benutze den privat auch. Für den privaten Gebrauch ist der völlig ausreichend und kommt dem Dyson Supersonic schon sehr nahe. Wie ist deine Meinung zu Talp-Extensions und Trockenshampoo in Kombination? Also Talp-Extensions ist erstmal ja nichts Schlechtes für die Haare. Die kann man ja wieder rausnehmen, wenn sie einem nicht mehr gefallen oder wenn man damit abends nicht klarkommt. Man kann sie quasi morgens reinmachen, abends wieder rausmachen. Finde ich eine ganz gute Alternative. Also Extensions sind nicht großartig schädlich für die Haare. Das schon mal vorweg. Trockenshampoo bei Extensions, bei Talp-Extensions würde ich eher nichts empfehlen, da man immer irgendwie bei Trockenshampoos Ablagerungen und sowas auf der Kopfhaut hat. Dann noch der Fremdkörper dazu. Keine gute Kombination. Bin eh kein Freund von Trockenshampoos. Trockenshampoo ist die schnelle Lösung. Wir wissen ja aus allen Bereichen, die schnelle Lösung ist nicht immer die bessere. Trockenshampoo kann man mit Mundwasser vergleichen. Ersetzt nicht das Zähneputzen. Ein Video über Olaplex-Produkte wäre super. Wollt ihr gerne mal ein Video über Olaplex-Produkte und die Olaplex-Alternativen haben? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich möchte meine Haare in Zukunft ohne Ammoniak färben. Hält das genauso gut? Eigentlich, es kommt ein bisschen auf den Hersteller drauf an, aber große Hersteller wie L'Oréal oder Schwarzkopf haben mittlerweile auch, oder Olea, es ist glaube ich auch von Garnier, die haben mittlerweile auch Haarfarben im Angebot, die ohne Ammoniak genauso gut funktionieren. Die decken eigentlich genauso gut ab wie Haarfarben mit Ammoniak. Da ist die Forschung mittlerweile sehr weit. Also ja, das hält genauso gut. Welche Leave-In-Spülungen für blondiertes Haar kannst du empfehlen? Es ist ein bisschen zu lang für so ein Q&A-Video. Soll ich dafür Leave-In-Spülungen für blondierte Haare auch nochmal ein Video machen? Gerne mal ein Like und schreib es mir in die Kommentare. Was hältst du von Kerastase?
Ja, interessant, dass ich jetzt schon seit mehreren Jahren hier einen YouTube-Kanal habe und sehr viel aktiv bin und alle möglichen Shampoos schon mal reviewed habe. Aber die Marke Kérastase, die immer noch die Benchmark in Haarpflege in Europa ist, hier noch nie zu Wort kam. Es könnte eine Methode dahinter stecken. Ja, ich habe viele Jahre auch mit Kérastase gearbeitet und bin deshalb kein großer Fan der Marke. Aber ich plane demnächst mal auch ein Video, wo es auch Produkte von Kérastase enthalten sind. So viel vorweg, ich finde Kérastase ist zu teuer. Was sind deine Favoriten bei Friseurshampoos? Die Firma Culo Natura, die ich auch bei mir im Salon habe, und die Firma Glint, die ich auch bei mir im Salon habe, muss ich natürlich als erstes nennen. Damit arbeite ich ja schon seit vielen Jahren. Ich finde das True Soft von Maria Nila jetzt ganz schön. Das teste ich gerade. Dazu wird es auch ein Video geben. Von der Marke Aveda, das Be Curly Shampoo. Und eigentlich finde ich die Shampoos alle sehr schön. Sind keine reine Naturkosmetik, aber so friseurexklusive Produkte finde ich die eigentlich ganz interessant. Und auch bei Paul Mitchell gibt es sehr viele schöne Shampoos und interessante Serien. Wie kann man glatte Haare frizzfrei bekommen? Ganz ohne Silikone. Nun ja, es gibt auch sehr viele Produkte, die ja gegen Frizz sind, die auf Silikone und filmbildende Stoffe verzichten. Ganz klar. Aber als allererstes, wenn man ein Problem hat, muss man herausfinden, was ist die Ursache dafür. Eine häufige Ursache von Frizz ist strapazierte Haare, entweder durch Eigenverschulden, häufiges Zusammentragen, um beim Bürsten und Waschen nicht wirklich zärtlich mit den Haaren umgehen oder einfach durch chemische Belastung, also durch Haare färben, durch Umformen oder was es alles noch so gibt. Oder Fehlstyling oder sowas alles, dass man sich das selbst verschuldet hat. Es gibt aber auch Haare, die neigen genetisch dazu, mehr frizziger zu sein als andere. Also ist leider so, da kann man nichts machen. Zuerst einmal ist es immer wichtig, dass die Haare regelmäßig geschnitten werden, damit eben die Spitzen, die ja als allererstes abbrechen und frizzig sind, damit die immer regelmäßig abgeschnitten werden. Dann als nächstes kann es nicht schaden, mit einer Naturborstenbürste jeden Tag sich mal die Haare nach dem Aufstehen und sowas alles von der Kopfhaut, in Längen und Spitzen, wie ich es schon mal in einem Video gezeigt habe, durchzubürsten. Dadurch werden die natürlichen Schutzmechanismen, die an der Kopfhaut entstehen, in die Längen und Spitzen getragen und das Haar wird schon mal von Natur aus so ein bisschen ummantelt. Dann sind die Haare auch am Ansatz weniger fettig, in Spitzen weniger trocken, hat nur Vorteile. Mache ich seit vielen Jahren, machen alle meine Kunden seit vielen Jahren. Jeder, dem ich den Tipp gegeben habe, findet es einfach nur super. Und ansonsten finde ich, wenn es gerade akut ist, dann immer ein bisschen ein Haarbalsam oder sowas in die Längen und Spitzen geben und mal so locker mit den Händen so rübergehen. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile auch eine ganze Auswahl an Produkten, die ohne Silikone und ohne filmende Stoffe sind, die gegen Frizz helfen. Aber das Wichtigste, wie ich schon sagte, herausfinden, was die Ursache ist und da entgegensteuern. Ich glaube, dazu sollte ich auch noch mal ein richtiges Video machen. Tipps, wie man Frizz auch ohne Silikone und sowas alles wegbekommt. Was kann ich gegen stumpfe Haare machen? Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Herausfinden, was der Grund ist, warum die Haare stumpf sind. Sind sie überfärbt? Die falsche Pflege der Grund? Oder sind sie sonst irgendwie strapaziert? Ich kann mir vorstellen, ein häufiger Grund, oder was ich so sehe, ist auch wieder, dass die Haare nicht regelmäßig geschnitten werden. Wie ich schon gesagt, regelmäßig Spitzen schneiden lassen oder mal die Haare richtig schneiden lassen. Das ist wirklich das A und O auch bei der Haarpflege. Was ich auch noch sehr häufig bei mir im Laden sehe, wenn man sich die Haare selbst gefärbt hat und dann wäscht man mit dem falschen Shampoo, zum Beispiel ein Volumen-Shampoo oder ein Tiefenreinigungs-Shampoo oder ein anderes stark reinigendes Shampoo, das kann auch dazu führen, dass die Farbbrillanz verblasst und dadurch sehen dann die Haare einfach stumpf aus. Und das, also wenn ihr eure Haare gefärbt habt und auch wenn es nur noch ein bisschen Rest in den Längen und Spitzen ist, immer ein Shampoo nehmen für gefärbte Haare. Ja, dann zum Schluss hätte ich noch mal eine Frage an euch. Was für Videos und was für Themen interessieren euch denn hier auf dem Kanal? Ich habe es jetzt geschafft, zum Jahresende häufiger Videos abzuladen und ich möchte diesen Rhythmus wöchentlich gerne beibehalten. Ich hoffe, das schaffe ich dieses Jahr und werde nicht wieder durch private Probleme da rausgeworfen. Darum schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche Videos euch interessieren und was ich gerne mal machen sollte. Ansonsten vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.